Endlich steht die AfD in den Umfragen vor den Grünen. Höchste Zeit. Denn wenn man sich die verrückte grüne Politik anschaut, ist das nur konsequent, dass denen Wähler von der Stange gehen. Was mich aber ehrlich gesagt erschreckt, ist, dass die Union in etlichen Umfragen momentan zunimmt. Die Union betrügt regelmäßig nach der Wahl ihre Wähler. Hier sind einige Punkte, bei denen die CDU in Berlin nach der Wahl ihre Wähler getäuscht hat. Sie hat als allererstes mit den Grünen verhandelt, obwohl sie vor der Wahl das Gegenteil versprochen hat. Für sie ist es jetzt kein Problem mehr, das Wahlalter auf 16 zu senken, die GASAG zu rekommunalisieren oder gar über Enteignung von Unternehmen nachzudenken, um in Berlin in den Wohnungsmarkt einzugreifen. Mit dem Effekt, dass es katastrophale Auswirkungen geben wird auf die Mietpreise und auf Eigentumswohnungen in Berlin. Für alle, die jetzt glauben, dass die Union und Merz der Heilsbringer ist, denen sei gesagt, das Migrationsproblem haben wir 2015 mit der Union bekommen. Das große Energieproblem kam mit Angela Merkel. Beispiel Bayern und die Abschiebungen. Dort sind Tausende, die eigentlich abgeschoben werden müssten, die vollziehbar ausreisepflichtig sind. Und es passiert in Bayern jahrelang nichts. Wer wirklich etwas für Deutschland tun möchte, wer wirklich eine vernünftige Zukunft im Bereich innere Sicherheit haben möchte, im Bereich Wohnungsmarkt, im Bereich Abschiebung, im Bereich Energiesicherheit, für den gibt es nur eine Wahl in Deutschland. Und die heißt AfD.